Beim Taekwondo erleben wir Völkerverständigung. Taekwondo verbindet. Ukrainer, Russen, Türken, Griechen trainieren bei uns im Verein und bestreiten auch gemeinsam Wettkämpfe. Wir halten zusammen, haben uns um Geflüchtete gekümmert und stehen auch jetzt wieder für Geflüchtete aus der Ukraine bereit. Doch wir brauchen mehr Unterstützung. Wir brauchen fähige, qualifizierte, gut bezahlte Übungsleiter und zukünftig mehr Menschen, die hauptberuflich arbeiten. Mehr Unterstützung bei den steigenden Energiekosten für unsere vereinseigene Sportstätte, das wünschen wir uns.